Okay, dann darf ich euch recht herzlich begrüßen zum nächsten Talk im Saal 2. Neben mir steht Joachim Selzer. Er ist der Datenschutzbeauftragte der Evangelischen Kirche im Kirchenkreis Bonn, war das? Richtig, steht auch unten auf der Folie. Jedenfalls, Kirchenrecht ist eine sehr spannende Sache, wie ich aus zwei ansonsten sehr, sehr unerfolgreichen Semestern Jura mitnehmen durfte. Daher freue ich mich ganz besonders auf Joachim Selzer. Bitte heißt ihn herzlich willkommen. So, Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Kurze Umfrage ins Volk. Wer von euch ist eingetragenes Mitglied entweder der römisch-katholischen oder der evangelischen Kirche? Ach du meine Güte. Finde ich überraschend. Also ich meine, wir sind beim CCC. Ne? Wer von euch ist aktiv im Gemeindeleben tätig? Ja, okay, auch schon mal was. Auch toll, prima. Wer von euch ist im Gemeindeleben aktiv tätig und betreut Internetcafés, macht Gemeindebriefe, Websites oder sowas? Gar keine. Das ist gut, dann verscherze ich mir das mit weniger Leuten, als ich befürchtet habe. Ja, ich habe den Vortrag genannt, einen datenschutzrechtlichen Ausflug in ein kirchliches Paralleluniversum mit 26 Seiten, stimmt inzwischen nicht mehr ganz, und zwei Häkchen. Häkchen deswegen, weil ich mich nicht getraut habe, das echte Hacks zu nennen, das sind eher so kleine Anregungen, was man machen könnte. Kurz zu meiner Person, wie eben schon angedeutet, ich bin Mathematiker, kein Jurist, ich bin auch kein Theologe. Das heißt also, ich bewege mich jetzt in so einer Linie, dass ich von IT einigermaßen Ahnung habe, dass ich mir das Recht, über das ich jetzt gerade referieren möchte, angelesen habe. Aber bitte, Leute, glaubt nicht von mir, ihr könntet hier eine anwaltliche Beratung kriegen, da bin ich leider nicht geeignet. Dafür eben der technische Hintergrund. Ich arbeite hauptberuflich bei einem Träger des Big Brother Awards. Ein abgewandeltes Markensignier ist draußen auf diesen schwarz-weißen Fahnen zu sehen. Ich arbeite den Anfang der 80er Jahre mit Computern. Damals die goldene Commodore 64-Ära. Die komplizierteren Maschinen habe ich dann später auch nicht mehr so ganz verstanden. Seit Mitte der 80er Jahre bin ich auch ehrenamtlicher Mitarbeiter der Evangelischen Kirche und seit 2008 Datenschutzbeauftragter mit einer kleinen Besonderheit. Ich mache das ehrenamtlich. Dürfte, schätze ich mal, bei Kirchen relativ selten vorkommen. Worum geht es in diesem Vortrag? Es geht um Datenschutz, es geht logischerweise um Datenschutz und Kirche und es geht um Möglichkeiten, wie wir, sagen wir mal, konstruktiv Einfluss darauf nehmen, wie wir dafür sorgen, dass sich vielleicht da was bessert, wie wir vielleicht auch zusammenarbeiten können zwischen, sagen wir mal, eher kirchenfernen und kirchennahen Institutionen. Das wird so der große, grobe Inhalt sein. Worum geht es nicht? Es geht nicht um Glaubensfragen. Das hier ist kein theologisches Seminar, das ist kein Gottesdienst. Ich werde mich auch jetzt nicht, wenn jetzt hier ein paar engagierte Atheisten sind, was deren gutes Recht ist, auch nicht damit auseinandersetzen, dass die Kirche auch zum Teil eine etwas unrühmliche Geschichte hatte. Wir können uns gern darüber unterhalten, aber es ist einfach nicht Thema dieses Vortrags. Ich werde auch jetzt nicht die grundsätzliche Frage nach dem Sinn des Datenschutzes beantworten. Da gibt es eben auch sehr, sehr interessante Vorträge, glaube ich, heute leider nicht, von Christian Heller, der sich mit dieser Post-Privacy-Sache auseinandersetzt. Hochinteressante Gedanken kann ich auch für Leute dringend empfehlen, die mit Post-Privacy nichts am Hut haben, sondern eigentlich dessen Position nicht so gut finden. Aber er trägt extrem gut vor und er hat sehr, sehr intelligente Gedanken, die auch ein bisschen die eigene Position überarbeiten lassen. Es wird auch keine Einführung in das Bundesdatenschutzgesetz sein. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute sich zumindest mal grob mit diesem Büchlein hier oder der etwas dünneren Fassung auseinandergesetzt haben und grob wissen, worum es bei Datenschutz geht. Es geht genau genommen heute um diese beiden Büchlein, die sind doch schon viel dünner. Und es geht um das ganz kleine Büchlein hier, das werden die Aktivisten vom AK-Vorrat kennen, das Grundgesetz, diesmal hier in der Kuschelvariante, geht an Infoständen weg wie warme Semmeln. Die Leute interessieren sich vielleicht nicht für den Inhalt, aber die finden, das ist das süßeste Grundgesetz, das ausgegeben wird. Worum geht es notwendigerweise? Es geht um Datensicherheit. Ich sage deswegen notwendigerweise, weil ich kein großer Freund davon bin. Ich trenne eigentlich Datenschutz, hallo Padelun, Datenschutz und Datensicherheit voneinander. Die überschneiden sich aber genau im Paragraph 9 des Datenschutzgesetzes der EKD. Datensicherheit ist deswegen nicht ganz so mein Lieblingsthema, weil das gerne ausgenutzt wird. Ich kenne Admins, die dann den Datenschutz als Hebel benutzen, um dann irgendwelche völlig irren Konzepte durchzudrücken und spannen dann ganz gern die Datenschützer vor ihren Karren.
Ich bin davon nicht so begeistert. Warum überhaupt Kirche und Datenschutz? Datenschutz ist, da müssen wir uns ganz klar drüber sein, ein Nischenthema. Es ist kein Common Sense, wenn wir jetzt mal so gucken, bei der Freiheitsstadt Angst waren wir mit Datenschutzthemen 8.000 Leute, meinetwegen 10.000, aber wir bleiben immer noch maximal im zweistelligen Bereich. Wenn man sich jetzt mal so anguckt, das ist natürlich auch bei der Kirche ein Nischenthema. Die Kirche ist eine IT-fremde Organisation, muss man sich keinen Illusionen hingeben. Die kirchlichen Mitarbeiter, die ich kenne, benutzen Computer als reine Arbeitswerkzeuge, haben eine große Distanz auch zu den Kisten und sehen das als ein notwendiges Übel an. Da gibt es natürlich Administratoren von Internetcafés, aber es hält sich alles so in Grenzen. Wir haben es bei den Kirchen mit einer relativ großen Organisation zu tun. Das sind, wenn man das mal so grob zusammenrechnet, 50 Millionen Menschen. Obwohl denen die Mitglieder in Scharen davonlaufen, immer noch diese Menge. Ich musste, als ich den Vortrag vorbereitet habe, nochmal die Zahlen nach unten korrigieren. Wenn man jetzt mal den Vergleich nimmt, die beiden sogenannten Volksparteien, CDU und SPD, bringen es zusammen gerade mal auf 1 Million. Das ist deutlich weniger. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass von diesen 50 Millionen Leuten pro Sonntag 1% zu Gottesdiensten gehen, in Wirklichkeit sind es deutlich mehr, ich meine, es sind 10%, dann bewegt sich da mal so eine Karawane von 500.000 Leuten, vielleicht sogar bis zu 5 Millionen Leuten, jeden Sonntag in Richtung einer Kirche. Das sind unter anderem auch Leute, und da kommen natürlich jetzt so Leute vom AK-Vorrat wieder mit ins Spiel, die auch sehr moralisch denken. Der AK-Vorrat denkt ja auch mit Moral. Es gibt in meinen Augen keinen rationalen Grund, warum man für Datenschutz sein sollte, sondern man tut es aus ethischen Gründen, zumindest tue ich das. Ich kann jetzt nicht sagen, aus folgenden finanziellen Überlegungen bin ich dafür, dass wir Datenschutz machen. Nein, das ist für mich eine moralische Frage. Und es wird auch in IT-Kreisen sehr gern moralisch argumentiert und von daher, finde ich, sind sich diese beiden Gruppen näher, als sie sein wollen. Die Kirche ist, ja, oder andersrum, religiöse Fragen werden ja auch bei uns sehr gut behandelt. Man muss bloß einfach in den Newsgroup mal reinschreiben, er sei für ein VI und anderer schreibt, er wäre für Emacs. Dann sind wir in einem Glaubensstreit, der sich bei Kirchen ganz ähnlich abspielt. Es gibt bei der Kirche Defizite im Datenschutz, brauchen wir auch gar nicht drüber zu streiten. Das geht los, dass Leute Veröffentlichungen machen, die einfach so laut Datenschutzgesetz nicht hätten vorkommen dürfen. Was auch passiert aus Kostengründen, sind viele Kirchenkreise, was die Administration anbelangt, eher unterversorgt. Das heißt, meistens wird die Administration der Maschinen den Gemeindemitarbeiterinnen, den Pastoren überlassen. Und da muss man sagen, das sind Leute, die zwar grob mit ihrer eigenen Maschine klarkommen, aber wenn die wirklich einen Rechner verwalten müssen, in dem auch ein paar zigtausend Mitgliederdaten verwaltet werden, dann werde ich etwas unruhig. Ich nenne ja auch ein paar Beispiele, warum ich so unruhig bin. Und es gibt einfach ein mangelhaftes Problembewusstsein. Die Leute sagen sich, oh gut, können wir doch drüber reden. Ist doch nicht weiter schlimm, wenn ich drüber rede. Ja, aber rechtlich gibt es da tatsächlich Schwierigkeiten. Worauf ich hinaus will, als moralische Instanz, wenn wir die Kirche tatsächlich dazu kriegen, sich für Datenschutz zu interessieren, haben wir auf einmal jemanden, der uns zuhört und der auch möglicherweise ein gewisses Gewicht auf die Waage bringt. Einfach mal so als kleiner Gedankenanstoß. Der Grund zum Beispiel, einer davon, warum ich der Meinung bin, dass man sich bei Kirchen ein bisschen mehr mit IT und Sicherheit beschäftigen sollte, ist diese Seite hier. Ich lese mal ein paar Links vor. Borderbangersbrunettesforyou.com, nuderedheadsfreepickbrunettesforyou.com. Ich habe das nicht von freeporn.com runtergeholt, sondern von der Homepage einer evangelischen Kirchengemeinde. Was ist das? Das ist deren Webalizer-Statistik, offen aufrufbar, erster Hit bei Google. Möglicherweise gibt es da noch Potenzial nach oben. Das hier ist mein Lieblingssatz, den nehme ich immer als Einleitung dieses Vortrags. Die Kirche, also gesagt von Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, zum Thema Vergewaltigung von Kindern. Die Kirche ist ein rechtsfreier Raum. Wir haben eine kirchliche Rechtsordnung und wenn Opfer und Täter sich bei uns melden, muss zusammen mit den Opfern und Tätern entschieden werden, wie die Staatsanwalt mit ins Spiel kommt. Die Täter haben mit darüber zu entscheiden. Okay, das Schlimme ist, der Mann hat da gar nicht mal so Unrecht, denn da kommen wir langsam auf das, worauf ich hinaus will. Es gibt zwei Rechtsordnungen, es gibt ein Kirchenrecht und es gibt ein Staatsrecht. Das Ganze spielt sich ab Artikel 140 des Grundgesetzes, der vielsagend lautet, die Bestimmungen der Artikel 136, 37, 38, 39, 39, 40 der deutschen Verfassung vom 11. August sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Damit reden wir hiervon, von der Weimarer Reichsverfassung, was steht da im Wesentlichen drin?
die besteht, sagt im Wesentlichen, dass die großen Religionsgemeinschaften, die großen Kirchen sich ein eigenes Recht geben dürfen. Wobei, muss man natürlich auch sagen, das Ganze innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes gilt. Also, weiß ich, die Kirche könnte jetzt nicht auf einmal Kindervergewaltigung legalisieren oder sowas, das geht nicht. Aber es ist tatsächlich der Fall, dass historisch begründete Trennungsgebot von Staat und Kirche tatsächlich die Kirchen innerhalb gewisser Grenzen sich ein eigenes Recht geben dürfen. Deswegen, das Häkchen Nummer 1 gründet eine Kirche, so viel Freiheit kriegt ihr nirgendwo anders. So, die Frage ist, wie kommt die Kirche überhaupt auf Datenschutz? Welches Verhältnis hat sie zum Datenschutz? Und warum könnte, oder was findet die Kirche an Datenschutz? Und die Antwort lautet, nichts. Was nicht ganz stimmt, die Kirche kennt natürlich das Beichtgeheimnis, aber sie hat vor allen Dingen diesen Sendungsbefehl aus Matthäus 28, den kennen viele von uns, die getauft sind. Das ist der Sendungsbefehl von Jesus, der sagt, Leute, geht raus und tauft alle Völker. Also da ist bei uns praktisch begründet, wir sind eine missionierende, eine missionarische Kirche. Dann kommt allerdings in Samuel 16 ein sehr schöner Satz, den viele auch als Konfirmationsspruch haben. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das, muss ich sagen, ist ein Satz, der mir als Datenschützer wirklich sehr gut gefällt. Das heißt, alle Daten, die wir von einem Menschen erfassen, alle Zahlenwerke, alle Karteikarten, beschreiben im Wesentlichen Äußerlichkeiten, nicht den Menschen an sich. Das heißt auch zum Beispiel diese Schlüsse, die man aus den Einkaufsdaten einer Payback-Karte zieht. Ja, der Kerl ist nur vegetarisch. Ja, ist das jetzt so ein Ökospinner oder verträgt er vielleicht kein anständiges Schnitzel? Das sind alles Mutmaßungen, die ich ziehe. Ich weiß nicht, was in dem Kerl drin vorgeht. Vielleicht mag der einfach kein Fleisch. Und das ist gar keine Überzeugungssache bei denen. Aber das sind Daten, die ich erstmal so erfasse. Psalm 8 kommt dann auch noch so ein bisschen ins Spiel, beschreibt praktisch die Gottesähnlichkeit des Menschen und legt daher dann eben auch nahe, wenn der Mensch Gott so ähnlich ist, dann kann man dem vielleicht auch eine gewisse Würde zugestehen. Und dann kommen zwei sehr schöne Zitate, die zum Beispiel in den Hinweisen zum Datenschutzgesetz der evangelischen Kirche rausgegeben wurden. Datenschutz ist Persönlichkeitsschutz. Es geht um das Recht und die Freiheit des Einzelnen, darüber zu entscheiden, wer wann was über seine persönlichen Daten erfahren soll. Und dann bei der Einführung des Datenschutzgesetzes, auf diese Freiheit zur Selbstentscheidung, was andere über uns wissen, sind wir alle in der Gesellschaft und so weiter angewiesen. Christen können sich ohne diese Entscheidungsfreiheit weder in der Kirche noch in der Welt engagieren. Das ist ein Satz, der also sagt, nur dadurch, dass wir uns frei fühlen können, nicht rausgedrängt werden, etwas zu tun, können wir überhaupt agieren. Luther, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helf mir, Amen. Der Kerl ist nicht geoutet worden, der Kerl hat sich selbst von dem Reichstag gestellt. Ganz kurz im Überflug der Weg zum Personenbegriff. Wir reden von personenbezogenen Daten. Historisch ist der Begriff der Person, wie wir ihn heute kennen, gar nicht mal so alt. In der Antike beispielsweise war das ein Rollenbegriff. Die Persona war die Rolle, die gespielt wurde im Theater oder die Rolle, die vor Gericht gespielt wurde. Und erst so im Laufe der Jahrhunderte bis zur letzten Definition von John Locke bildete sich dann wirklich raus, dass es ein Selbstbewusstsein gibt, dass ein Wesen über sich selbst reflektieren kann und sich selbst empfindet, dass es über die eigenen Handlungen Herrschaft bekommt. Die Konsequenzen, die wir daraus ziehen können, sollten, dem Menschen kommt eine Würde zu, die sich nicht in Zahlen fassen lässt, der Herr aber sieht das Herz an. Und das hier auch sehr schön, ist natürlich auch wieder Wasser auf meine Mühlen, es gibt in der christlichen Kirche die unbedingte Liebe Gottes. Ich muss nichts getan haben, um von Gott geliebt zu werden. Ich werde so angenommen, wie ich bin. Jetzt denke ich mal daran, dass meine Vorratsdaten bis vor kurzem erfasst wurden und dass ich praktisch auf jeden Schritt und Tritt beweisen muss, dass ich nicht mit Flugzeugen in andere Häuser, Leute Hochhäuser fliege. Dieses staatliche Misstrauen, beweis mir bitte, dass du kein Terrorist bist, steht im krassen Widerspruch zu dem, was Christen unter einer bedingungslosen Liebe verstehen. Kommen wir ein wenig zum Recht. Wie baut sich dieses Parallelrecht eigentlich auf? Wir haben links die staatliche, rechts die kirchliche Seite. Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes führen zum Bundesdatenschutzgesetz, kennen wir, Freiheit, Menschenwürde und Entscheidungsfreiheit. Daraus leitet sich ein Bundesdatenschutzgesetz her, abgeleitet davon die Landesdatenschutzgesetze. Es kommt zu Verordnungen, Betriebsvereinbarungen, Verpflichtungserklärungen. Wer in der IT arbeitet, und ich glaube, das dürften hier einige sein, kennen diese berühmten Betriebsvereinbarungen, bei denen man dann irgendwelche Sachen unterschreibt, bei denen erstmal
es einem kalt in den Rücken runterläuft. Parallel dazu gibt es das Datenschutzgesetz der evangelischen Kirche. Es gibt auch ein katholisches. Ich muss dazu sagen, ich habe reingeguckt, ich kenne mich aber bevorzugt im evangelischen aus, kann aber mit einigen Fug und Recht sagen, die Unterschiede sind nicht so atemberaubend groß. Das Ganze mündet dann in einer sogenannten Datenschutzdurchführungsverordnung und dann eben wieder in Betriebsvereinbarung, in Verpflichtungserklärung. Der ganz große Unterschied ist, die staatliche Seite sieht als Schwerpunkt die Freiheit und die Sicherheit des Menschen. Die kirchliche Seite sieht Verkündigung, Diakonie und Seelsorge als oberste Priorität. Das macht sich unter anderem dann eben auch in bestimmten Unterschieden bemerkbar, weil, wie schon gesagt, die christliche Kirche sich als eine missionierende Kirche versteht. Das hier ist nicht etwa eine fotografierte Chip-Oberfläche, sondern das ist das Organigramm des Kirchenkreises, aus dem ich komme. Erkennt man sofort, worum es da geht. Wäre ich jetzt beim Hitchhiker, wäre hier der kleine rote Pfeil mit You are here. Was das Ganze hier andeutet ist, die Kirche ist eine recht komplexe Struktur. Streng genommen ist die Bezeichnung, die ich mir selbst gebe, Datenschutzbeauftragte des Kirchenkreises, Quatsch, weil es den Datenschutzbeauftragten nicht gibt. Es gibt streng genommen den Datenschutzbeauftragten dieses Kästchens, des Gemeindeverbandes und der dort oben aufgezählten 10 Kirchen. Jede einzelne dieser Kirchen hat mich in einer Presbyteriumssitzung bestätigt. Das ist aus dem Grund interessant zu wissen, weil das eben in anderen Kirchen genauso ist. Die einzelnen Kirchengemeinden sind relativ autark. Das heißt, nur weil irgend so eine Synode was beschließt oder irgend so ein Gemeindeverband etwas beschließt, heißt das noch lange nicht, dass die Kirchengemeinden das auch übernehmen, sondern die setzen sich notfalls auch nochmal hin und sagen sich, na, wollen wir doch mal sehen. Hat auch eine uralte Tradition, diese zum Teil schon fast basisdemokratisch anmutenden Entscheidungsstrukturen sind eingeführt worden in der Kirche lange bevor man in Deutschland über Demokratie nachdachte. Aber das führt eben auch dazu, dass man, wenn mal wirklich zum, wie jetzt für mich geschehen, im Fall Datenschutz mal was durchdrücken möchte, tatsächlich diese 10 Kirchengemeinden abklappern und sich da den Mund fusselig reden muss. So, deswegen mein Häkchen Nummer 2, das ich sozusagen anbiete, werdet ehrenamtliche Datenschutzbeauftragte, aus dem Grund, weil in vielen Kirchenkreisen einfach diese Leute händeringend gesucht werden. Mein Trick bestand einfach darin, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite zwar nicht hauptamtlich bei euch, aber ich bin Ehrenamtlicher, ich habe die Zeit, ich habe das Wissen, ich möchte das gerne machen. Und dann sind die heilfroh, dass irgendeiner den Job übernimmt. Ich kann eigentlich nur dazu raten, wenn ihr im Datenschutz was bewegen wollt und wenn ihr tatsächlich mal gehört werden wollt, die Kirchengemeinden sind zwar relativ IT-fern, aber die kommen, wenn man denen offen gegenübertritt, wenn man denen konstruktiv gegenübertritt und nicht nur ständig mit dem Gesetz wedelt, sondern auch noch sagt, ich verstehe, was ihr da tut und ich verstehe, warum ihr es tut, dass dann diese Kirchengemeinden auch ankommen und Fragen stellen, interessiert Fragen stellen, auch wirklich das Problem, das man denen schildern möchte, verstehen. Die wollen nicht, dass man denen juristischen Vortrag hält, sondern die wollen erklärt bekommen, worum es geht. Welche personenbezogenen Daten fallen an? Na gut, Seelsorge ist klar, diakonische Einrichtungen sind klar, Kindergarten müssen Berichte an staatliche Förderungseinrichtungen abführen, konfessionelle Schulen ganz klar, an den nicht-konfessionellen Schulen gibt es Religionslehrer, natürlich an den konfessionellen Schulen auch. Ganz heißes Thema Ausländerberatungsstellen und müsste ich noch zuschreiben, Sozialberatungsstellen. Es gibt Einrichtungen, die eben Sozial- und Ausländerberatung durchführen und die stehen im engen Kontakt mit der Stadt. Da geht es dann unter anderem darum, dass denen Akten reingereicht werden, in denen Vorstrafen drinstehen, finanzielle Verhältnisse, eheliche Verhältnisse, also so alles, was man braucht, um einen Menschen möglichst genau beurteilen zu können und Ansprüche von dem beurteilen zu können. Und diese Akten gehen nicht etwa in einen verschlossenen Ordner und per Brief zugestellt mit eigenem Boten oder sowas, sondern gehen natürlich unverschlüsselt per Mail über die Leitung. Und da habe ich offen gesagt ein wenig Bauchschmerzen. Dann reden wir von Amtshandlungen, Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten, Beerdigungen, Kirchenaustritte. Die werden häufig in Gemeindebriefen abgehandelt, die werden in Presbyteriumsprotokollen abgehandelt. Presbyterium für die Leute, die da nicht so vertraut drin sind, das sind Kirchenräte. In jeder einzelnen Kirchengemeinde gibt es solche kleinen Parlamente, sage ich jetzt mal. Und dann, was auch noch etwas überrascht, es gibt ja mitunter einfach Gruppen, die den Raum Kirche, das Gebäude Kirche einfach so als Übungsraum für einen Chor oder sowas nutzen oder für eine Krabbelgruppe. Die haben mit Kirchen einfach nichts weiter am Hut, aber die nutzen diese Räumlichkeiten. Die tauchen aber ganz selbstverständlich auch in Listen auf und mitunter kommt man dann auf die Idee, jo, die würden wir doch auch ganz gerne mal zum Spendensammeln anschreiben. Und da muss ich dann sagen,
wenn ich eigentlich nur die Räumlichkeiten nutze, dann warum sollte man mich dann für die neue Orgel anschreiben? Aber na gut. So, welche Gefahren sind diese Daten ausgesetzt? Also ganz oben Geschwätzigkeit, eines meiner Lieblingsbeispiele ist eine Pastorengattin, wohlgemerkt, nicht der Pastor selbst, die durch eine Gemeinde gewandert ist und dann einfach munter aus der Personalakte Daten vorgelesen hat. Da hat sich jemand beworben und die hat dann erzählt, ja, die ist alleinerziehend und hat ein Kind und kommt aus den und den Verhältnissen, wo ich mich dann frage, Moment, was macht die Frau da gerade? Das darf die gar nicht erzählen. Aber hat sie trotzdem. Dann nachlässig gewartete Rechner, das sind jetzt so die Beispiele, wo ich dann meinte, da gibt es Verbesserungsbedarf. Ich hatte mal einen Rechner, einen Dienstrechner eines Pastors gesehen, da klebt ein Windows 98 Label drauf, aufgespielt war XP Service Pack 1, habe ich ihn gefragt, wo kommt denn das auf mir her? Ja, das war von vornherein drauf. Das kann nicht gewesen sein, da ist ein Windows 98 Aufkleber drauf. Kann ich mal die Lizenz sehen? Ja, die habe ich. Ja, und warum ist jetzt hier eine geklaute Lizenz drauf? Kann nicht sein. Doch, doch, die ist da drauf. Ich habe die eben gerade bei Google nachgeschlagen, war erst der Treffer. Und Service Pack 1, wohlgemerkt, das Ding strotzte nur so vor Schadsoftware. Trojanische Pferde, auch ein hübsches Beispiel. Eine Gemeinde-Homepage war auf einmal mit, sagen wir mal, sehr lasziv bekleideten Damen gespickt. Und da haben wir mal nachgeguckt, da hat nicht etwa einer den Server geknackt, sondern der hatte es geschafft, auf den Client-Rechner eines der Mitarbeiter, der die Seite pflegten, ein trojanisches Pferd aufzuspielen, das die FTP-Zugangsdaten sniffte und dann eben munter lasziv bekleidete Damen da aufspielte. Und das ist dann eben auch das, was ich nenne, selbsternannte Admins ohne ausreichendes Wissen. Wenn jemand ohne großen Sachverstand seine eigene Kiste vergurkt, sei es drum. Aber wir reden hier von einer Organisation, die zum Beispiel im Kirchenkreis Bonn, ich glaube 80.000 Leute verwaltet, bei der es, glaube ich, um 140 IT-Arbeitsplätze geht. Da wäre ich schon ganz froh, wenn man da das Ganze ein bisschen professioneller handhaben würde. Unter anderem, weil es eben dann auch so Erklärungen gibt, bei denen dann die Gemeindesekretärin unterschreiben muss, ja, ich kümmere mich dafür, dass auf meiner Firewall Outgoing Port 80 und 443 HTTP, HTTPS nur allein freigeschaltet sind, aber auf keinen Fall FTP. Und diese Gemeindesekretärin hat eine ganz normale Sekretärinausbildung, die weiß nicht, was Ports sind und was HTTP ist, aber sie soll es unterschreiben. Und da frage ich mich, wie soll sie das können? Was auch gerne passiert und auch im Moment passieren muss, Personaldaten per Mail an Ehrenamtliche, zum Beispiel gerade Presbyteriumsmitglieder, die dann über Personalsachen zu entscheiden haben und denen werden dann diese Daten einfach per Mail zugeschickt, zum Teil einfach an GMX-Accounts. Und da sage ich mir, das muss auch nicht sein. Einbrüche bei Beratungsstellen, auch ganz hübsch. Einige Beratungsstellen sind in sozialen Brennpunkten, wie es so schön heißt, und da sind die Leute inzwischen dazu übergegangen, die Türen nicht mehr vernünftig abzuschließen, weil sie davon ausgehen müssen, dass wenn ein Einbrecher, der auf der Suche nach Kleingeld oder Drogen oder was auch immer ist, da einbricht und auch nur das geringste Hindernis vorfindet, dass der Vandalismus betreibt. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel Aktenschränke mit ziemlich sensiblen Akten, wo es dann um Kirchenwiedereintritte ging, wo die Leute zum Teil ihr Herz ausgeschüttet haben, dass diese Akten dann eben frei zugänglich sind. Finde ich nicht so prima. Und was auch noch gerne passiert, Mischnutzung von Infrastruktur. In einer mir bekannten Kirchengemeinde hatte ein Pastor es zweimal hintereinander geschafft, die komplette Kirche vom Netz abzuschneiden, weil der sich auf seinem privaten Rechner irgendwas Komisches eingefangen hat. Daraufhin hat dann NetCologne beschlossen, okay, wir merken, dass hier gerade Schadsoftwareaktivitäten auf dieser IP-Adresse sind. Die sperren wir mal. Dummerweise hing an der gleichen Adresse, an der gleichen Leitung auch das Gemeindebüro. Das war dann zwei Tage lang offline. Schade. Gleiches Problem bei Internetcafés. Internetcafé-Rechner werden natürlich etwas luschiger verwaltet, weil man da einfach mal auch schnell irgendwelche Spiele aufspielen will, weil man da ein bisschen rumbasteln will, was aber eben dann dazu führt, wenn die Kisten mal verseucht sind, dann kann das Gleiche passieren, was ich eben erzählt habe. Der letzte Punkt ist der Punkt, bei dem ich am wenigsten nervös werde, Feuer. Was ist ein Datenschützer vor einem brennenden Gemeindebüro? Genau, glücklich. Ja, der Grund kommt ja noch. Der Grund, endlich werden Daten mal fachgerecht entsorgt. So, jetzt kommen wir zu den Besonderheiten des kirchlichen Datenschutzes. Es gibt einmal eine Datenschutzdurchführungsbestimmung Fundraising, kurz DSDBFR genannt. Hätte doch jeder drauf kommen können. Da steht dann drin, kirchliche Stellen dürfen personenbezogene Daten und von an der kirchlichen und diakonischen Arbeit interessierten Personen für das Fundraising erheben. Soweit ist für die Durchführung des Fundraisings erforderlich. Interessiert, was heißt denn interessiert? Das kann doch alles sein. Mir ist diese Bestimmung offen gesagt etwas zu schwammig.
Jetzt kann man sich angucken, was, ich habe hier übrigens parallel auch mal dazu geschrieben, wenn es entsprechende Paragraphen im Bundesdatenschutzgesetz gibt, wie die lauten, für die Leute, die es nachher mal nachschlagen wollen. Das Speichern und Verändern oder Nutzen Personen der Daten ist zulässig. Und für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind, das kennen wir im Bundesdatenschutzgesetz unter dem Begriff Zweckbindung. Ich darf jetzt nicht auf einmal die Daten, die ich, weiß ich, für die Kindergruppe erhoben habe, für was völlig anderes verwenden, nur weil ich gerade Spaß dran habe. Jetzt kommt aber Satz 2, das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zulässig, wenn, und jetzt kommt Punkt 7, Grund zu der Annahme besteht, dass andernfalls die Wahrnehmung des Auftrags der Kirche gefährdet würde. Und das ist auch sehr, sehr schwammig. Es gibt dazu auch ein Pendant, eben in Paragraph 14 BDSG. Und da geht es dann tatsächlich um wesentlich mehr. Da geht es darum, dass wirklich der Staat seine Strafverfolgungsaufgabe zum Beispiel nicht mehr vernünftig wahrnehmen kann, wenn er bestimmte Sachen nicht tut. Der ist deutlich schärfer gefasst und der drückt auch eine wesentlich größere Notsituation des Staates aus. Das hier finde ich, die Wahrnehmung des Auftrags der Kirchen, na gut, wenn ich kein Geld rangeschafft komme, muss ich den Laden dicht machen. Das heißt auch, ich muss die Leute anschreiben und um Spenden bitten. Ansonsten kann ich meinen Auftrag nicht mehr wahrnehmen. Das wäre zumindest die Argumentation, die ich daraus lese. Und das finde ich zum Teil, das ist so ein Gummiparagraf, der sich für alles anwenden lässt. So, jetzt kommen wir zu einem echten Unikum. Und zwar die Veröffentlichung von Amtshandlungsdaten. Was ist das? Das sind diese klassischen Sachen, dieses klassische Schieberegister, durch das man bei Gemeindebriefen einmal durchgeschoben wird. Also Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Altersjubiläum und Beerdigung. Und dafür gibt es tatsächlich Regeln, die sich damit auseinandersetzen, wann man was in welcher Form veröffentlichen darf. Ich komme gleich nochmal dazu, wie das im Detail aussieht. Was das Bundesdatenschutzgesetz zum Beispiel noch nicht hat, ist der Paragraph 4G, das ist dieses sogenannte Jedermann-Verzeichnis, um so eine grobe Idee zu bekommen, wie überhaupt Datenschutzgesetz zustande kommt. Wir erfinden das Rad ja auch nicht zweimal, sondern da trifft sich eine Synode ungefähr alle 2 Jahre und guckt nach, was hat sich auf Bundesdatenschutzseite getan, und dann fangen die an, das ganz vorsichtig zu übernehmen. Es gibt sogar tatsächlich eine Synopse, bei der man dann nachlesen kann, okay, im Bundesdatenschutzgesetz taucht an der Stelle das auf, an der Stelle das, da gibt es Unterschiede. Wir hinken ungefähr 2-3 Jahre hinter dem Bundesdatenschutzgesetz her, zum Beispiel die aktuelle Fassung haben wir noch überhaupt nicht übernommen. Wir rechnen mit 2012, 2013 vielleicht. Das hört sich jetzt ziemlich lahmarschig an. Auf der anderen Seite, ich meine, wir sehen ja, was passiert, wenn Bundesregierungen so, oh, ist schon 22:45, mal wieder ein neues Gesetz rauskloppen, mit heißer Nadel irgendwas raushauen, sich dann später belehren lassen muss, Achtung, das ist übrigens die Verfassung, haltet euch doch mal der Abwechslung halber daran. Ich meine, wir haben 2000 Jahre auf das Ende der Welt gewartet, dann machen 2-3 Jahre auch nicht mehr so viel aus. Besonderheiten im kirchlichen Datenschutz. Genau, Datenverarbeitung durch nichtkirchliche Dritte, das ist ganz spannend. Das heißt nämlich, dass wir, wenn wir an einen Dritten die Verarbeitung von Daten übergeben, es gibt ja auch diese Auftragsdatenverarbeitung im Bundesdatenschutzgesetz, da muss sich dieser Auftragnehmer dem kirchlichen Datenschutz unterwerfen. Da kommt eine ganz interessante Frage zustande, die ich dann weiter unten nochmal anspreche. Hier gibt es übrigens nochmal den, wie ich finde, ganz wesentlichen Unterschied. Wenn wir eine Auftragsdatenverarbeitung vornehmen, müssen wir im Bundesdatenschutzgesetz vorher einen bestimmten Punktekatalog beachten, was wir tatsächlich in diesen Vertrag reinschreiben mit dem Auftragnehmer. Wir müssen vor Auftragsvergabe einen Audit durchführen und dann regelmäßig kontrollieren, und wir müssen das Ganze noch protokollieren. Das haben wir bisher noch nicht übernommen, aber ich gehe davon aus, dass es übernommen wird, und zum Teil findet die Praxis auch sogar schon so statt, dass man stillschweigend diesen Paragraphen befolgt, einfach weil es sinnvoll ist. Jetzt kommt eine ganz interessante Frage. Was ist mit dienstlichen GMX-Adressen, wenn ein Pastor sich sensibles Material an seine GMX-Adresse schicken lässt? Erstmal finde ich es laffenhaft, wenn eine Kirche, weiß ich, Petrusgemeinde heißt und dann der Pastor unter schulze@gmx.de ist, die Sekretärin heißt dann meyer@yahoo.de und keine Ahnung was. Das ist so ein diffuses Zeugs. Warum melden die sich nicht unter der Domain an, unter der ihre Gemeinde-Homepage firmiert? Das ist eine andere Sache. Aber was eben auch der Meinung nach von kirchlichen Datenschützern nach passiert, wenn dienstliche E-Mails mit personenbezogenen Daten gerade von solchen externen Accounts verarbeitet werden, dann ist das eine Auftragsdatenverarbeitung. Und ich möchte das Gesicht sehen, wenn ich jetzt bei GMX ankomme und sage, ja, mein Pastor hat eine Adresse bei euch, ich möchte einen Audit durchführen. Ich glaube, so schnell bin ich noch nirgendwo rausgeflogen.
Datenverarbeitung durch Ehrenamtliche. Das Bundesdatenschutzgesetz und die ganzen Datenschutzarten, die wir so kennen, sind normalerweise aus einem Guss. Also entweder haben wir es mit solchen Leuten wie vom Acafora zu tun, alles Ehrenamtliche. Oder wir haben es mit Firmen zu tun. Man arbeitet nicht für ehrenamtlich bei der Post. Aber bei Kirchen gibt es sowas. Das heißt also, das sind schöne, billige Arbeitskräfte, haben allerdings den Nachteil, dass die eben auch entsprechend billig bearbeitet werden. Das heißt also, die arbeiten durchaus mal mit personenbezogenen Daten, aber ihnen steht keine Infrastruktur zur Verfügung, mit denen sie diese personenbezogenen Daten vernünftig schützen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal daran gucke, im Kirchenkreis Bonn benutzen die Hauptamtlichen alle Lotus Notes. Jetzt kann man davon halten, was man will, sie benutzen es halt. Es funktioniert übrigens auch. Die Ehrenamtlichen, und davon, jetzt reden wir von einigen hundert Presbytern, die eben auch mit personenbezogenen Daten arbeiten, denen könnte man natürlich jetzt so einen Account zur Verfügung stellen, aber Lotus Notes kostet pro Lizenz und Jahr, also pro Nase und Jahr 80 Euro. Und jetzt erinnere ich daran, dass die Kirche chronisch klamm ist. Das hält die nicht so ohne weiteres durch. So. Insgesamt aber behaupte ich, gehen schon einige Schritte in die richtige Richtung. Es gibt zum Beispiel eine gemeinsame Entschließung zu der Frage, wie Fotos von Kindergartenkindern im Netz zu behandeln sind. Finde ich schon mal ganz sinnvoll. Es gibt zum Beispiel jetzt auch den, so einen Artikel, der sich damit beschäftigt, was man mit unverschlüsselten Mails zu tun hat oder was man besser damit zu unterlassen hat. Auch schon mal ganz praktisch. Das heißt also, in Teilen der Kirche hat man das Problem erkannt, es ist halt noch nicht ganz zur Basis durchgesickert. Deswegen unternehme ich dann halt eben so Touren durch die Kirchengemeinden und erzähle denen so ein bisschen was von Datenschutz. Und jetzt kommen zum Beispiel so Sachen, und da sage ich jetzt wieder, da merke ich einfach, da kommen kirchliche Mitarbeiter auf mich zu, die dann sowas hier unterschreiben müssen, oder auch Ehrenamtliche, die solche Sachen unterschreiben müssen. Und dann steht zum Beispiel, jeder Mitarbeiterin und jede Mitarbeiter trägt für vorschriftsgemäße Ausübungen die volle datenschutzrechtliche Verantwortung. Was soll das denn? Das heißt also, der Dienstherr, der den Leuten irgendwelche Aufträge gibt, der ist fein raus. Der kann die Hände in den Schoß legen und es braucht sich nicht mehr so weiter darum zu kümmern. Dann solche Sachen, was ich jetzt schon gesagt habe. Man muss durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die enthaltenen Daten nicht mit Viren befallen sind. Das ist eine geeignete Maßnahme. Reicht es, dass ich mir da irgendeinen freien Virenscanner hole oder muss ich irgendein teures Produkt kaufen? Was sind eine geeignete Maßnahmen? Das können die Leute hier im Raum vielleicht beurteilen. Aber mit Verlaub, die von mir vorhin zitierte Gemeindesekretärin, woher soll die wissen, welcher Virenscanner geeignet ist? Das kann die nicht wissen, braucht sie auch nicht zu wissen. Ne? Die schreibt Briefe, die erwartet keine Systeme. Des Weiteren haben sich auch über zukünftige Rechts- und Verwaltungsvorschriften und so weiter zu informieren. Das sind so drei Klauseln, die mich wirklich ärgern, weil die im Wesentlichen sagen, ja, Mitarbeiter, bist auf dich allein gelassen, informier dich gefälligst, bleib auf dem Aktuellen. Wenn es schief geht, bist du selber schuld. Mag ich nicht. Wir kommen zu Beispielen aus der Praxis, was zum Beispiel immer mal wieder gerne vorkommt. Da schreiben Sparkassen, Gemeindebüros an und fragen, jo, ihr habt doch jetzt bald Konfirmation, schickt uns doch mal die Namen und Adressen eurer Konfirmanden. Wir wollen denen ganz gerne ein kleines Konto schenken, so mit 5 Euro drauf. Absolut unzulässig, darf nicht gemacht werden, ist Zweckentfremdung von Daten. Das Weitergeben dieser Daten ist jetzt auch für die Erfüllung des kirchlichen Auftrags nicht wichtig. Einwandfrei illegal. Im Gemeindebrief werden Geburts- und Hochzeitstage veröffentlicht. Das wiederum ist okay. Da sagt nämlich die Datenschutzdurchführungsverordnung in § 11, dass man solche Daten veröffentlichen darf. Das genießt den Segen. Wobei eingeschränkt gesagt werden muss, ich muss mir das nicht gefallen lassen. Es gibt eine Opt-out-Regelung. Das mag vielen Leuten nicht schmecken, hat aber einfach den pragmatischen Grund, wenn man sich solche Geburtstagslisten zum Beispiel mal anguckt, da stehen zum Teil 50 Leute drin. Die sollte man natürlich, wenn man es sauber machen will, anschreiben. Aber man kann davon ausgehen, dass die allermeisten dieser Leute sich diebisch darüber freuen, dass ihr 80. Geburtstag im Gemeindebrief drinsteht. Es ist jetzt so, dass man sich da streichen lassen kann. Offiziell und rechtlich ist es so, dass ich wirklich ein überwiegendes Interesse deutlich machen muss. Also beispielsweise, weiß ich, wenn die Enkelin von Norbert Blüm konfirmiert wird und ich schreibe das in einen Gemeindebrief, dann weiß ich, aha, Opa Blüm wird wahrscheinlich auch an dem Tag da sein und mit dem hatte ich immer schon was zu rupfen. Dann könnte Blüm berechtigterweise sagen, Achtung, ich fühle mich da jetzt gefährdet, ich möchte nicht, dass diese Daten in dem Gemeindebrief stehen. In der Praxis ist es so, dass man einfach ins Gemeindebüro geht und sagt, ich möchte das nicht.
Unter anderem, weil die Kirche sich einfach mit den Leuten nicht verscherzen will. Amtshandlungen oder Geburts- und Hochzeitstage werden auf der Gemeinde-Homepage veröffentlicht. So, und da ist so der Punkt, bei dem die Kirchengemeinden normalerweise mit großem Unverständnis reagieren, weil die einfach nicht verstehen, wo der Unterschied ist. Und das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht ironisch. Die sagen sich, hey, wir haben ein blühendes Gemeindeleben, wir tun lauter tolle Sachen. Und guck doch mal, wir wollen euch präsentieren, was wir alles Schickes machen. Und deswegen stellen wir solche Jubiläen auf die Gemeinde-Homepage. Und wenn man sich auf der Gemeinde-Homepage anmeldet, dann sieht man gleich, wer morgen Geburtstag hat. Ist das nicht toll? Ich kann den Wunsch verstehen. Aber es ist unzulässig, solange die Betroffenen nicht alle vorher schriftlich zugestimmt haben. Dafür gibt es sogar wirklich ein Formular, in dem drinsteht, wie sowas auszusehen hat. Wie schon gesagt, trifft häufig auf Unverständnis, ist aber so. Ähnlich ist es zum Beispiel, was die Leute, ach so, dazu komme ich glaube ich noch, wenn man das Ganze mit einem Gemeindebrief macht, kommen wir glaube ich noch zu. Fundraising-Büro schreibt Mails an Gemeindebüros und bittet darum, dass Spenderdaten per Mail zugeschickt werden. Naja, das geht überhaupt nicht. Erstens, woher weist sich dieses Fundraising-Büro aus, dass sie diese Daten überhaupt haben dürfen? Dann per Mail unverschlüsselt geht sowieso nicht. Also da sollte man dann vorher mal ein bisschen nachfragen. Ist ähnlich wie im Bundesdatenschutzgesetz eigentlich. Alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten, aber das kennen wir beim Bundesdatenschutz genauso wie beim kirchlichen Datenschutz. Die restlichen 40 Paragraphen beschäftigen sich halt damit, was dann wohl doch erlaubt ist. So, darf man Amtshandlungen im Schaukasten veröffentlichen? Ja, ist ähnlich wie mit Gemeindebriefen, erreicht zwar einen höheren Adressatenkreis, ist aber zulässig, solange man die Anschrift nicht dazu setzt. Darf man Gemeindebriefe mit Amtshandlung auf die Homepage stellen? Das ist jetzt auch wieder das, wo ich sage, da handeln Kirchengemeinden überhaupt nicht böse. Die nehmen ihren April-Gemeindebrief mit den Konfirmationen und sagen sich, den laden wir hoch, damit Leute, die das Ding verbummelt haben, das sich einfach als PDF runterladen können. Vollkommen verständlicher Wunsch. Aber dann sollen die entweder sich vorher, weil sie das Ganze jetzt ja praktisch einem weltweiten Publikum zugänglich machen, Einwilligung der Leute geholt haben, oder sie sollen wenigstens diese Seiten löschen. Dann sollen die meinetwegen auch raufschreiben, unser blöder Datenschutzbeauftragter, der miese Sack, hat das verboten. Damit kann ich leben. Darf man beim Erfassen von Spenderdaten den Zweck speichern? Ja, wenn die Betroffenen zustimmen. Dann noch so eine Sache, bei der wir uns noch nicht so ganz klar sind, was muss in eine Personalakte rein? Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so spannend. So, jetzt kommen wir zu den üblich gestellten Fragen. Kann doch ruhig jeder wissen, ich habe nichts zu verbergen. Ja, da frage ich mich, warum die Leute die Klote zumachen, wenn sie mal müssen. Und das, was Datenschützer ja auch mal wieder sagen, es kann ja sein, dass du nichts zu verbergen hast. Aber was ich anderen Leuten mitteile und wie ich es denen mitteile, bitteschön, das überlass doch gerne mal mir. Was ich auch immer gerne höre, ist, wir sind auf einer Mission. Wir haben es ja mit einer religiösen Gemeinschaft zu tun, wir sind auf einer Mission. Ja, das haben sich die Jungs vom 11. September auch gesagt. Dann, das ist mein Dienstnotebook, mit dem ich anstellen darf, was ich will. In anderen Worten, Dienstrechner werden als Auszeichnung für hervorragende Taten im Geiste des Herrn verliehen. Nein, werden sie nicht. Das sind Werkzeuge. Und wenn mir ein Werkzeug zur Verfügung gestellt wird, also ich denke da immer an den Rettungssanitäter, der, weil er ein begeisterter Autoschrauber ist, einfach mal an dem Sanitwagen rumschraubt und das Ding fährt dann dummerweise nicht mehr. Und der Kerl, den er abholen soll, der stirbt dann leider. Ja, aber ist doch mein Dienstwagen, in dem darf ich doch nochmal rumschrauben. Nee, darfst du halt nicht. Und deswegen bin ich grundsätzlich dafür, auch wenn es den Leuten nicht passt, Dienstrechner zu verrammeln. Ich weiß, dass den Leuten das nicht passt, aber dann spricht man mit dem ab, was musst du als Pastor tun? Du musst Mails schreiben, du musst, weiß ich, mit Lotus Notes arbeiten, du musst deine Predigt vorbereiten können und mit deinen Konfis musst du ab und zu mal ein Filmchen gucken können. So, und dann soll er mir erstmal nachweisen, was er sonst noch so alles tun kann. Wenn der unbedingt an seiner Kiste rumspielen will, dafür gibt es Mediamarkt oder irgendwelche anderen Läden, da kann man solche Dinge kaufen und dann kann man daran rumspielen, aber bitte nicht an einem Werkzeug, das wirklich zuverlässig funktionieren muss und bei dem, wenn Fälle eintreten, die ich davon mal so genannt habe, wenn ein trojanisches Pferd da mal ein bisschen holperig zuschlägt, eben auch richtig Gefahren entstehen. Dann dieser Satz hier, reicht es, wenn Google die Daten nicht sieht? Die Frage habe ich auch schon mal gestellt bekommen, da habe ich gesagt, ja, also pass auf mit eurer Gemeinde-Homepage, was ihr da veröffentlicht.
Da müsst ihr euch vorher Einwilligung für holen. Ja, sagt einer, ich habe die Seite ja nicht verlinkt. Ja, gut, ich kann von einem großen aktiennotierten Unternehmen erzählen, bei dem Informationen geleakt wurden, weil einfach einer auf die Idee kam, die Standardseite aufzurufen und dann waren so Page-IDs oben vom CMS. Und der hat die dann einfach alle mal durchprobiert und ist dann unter anderem auch auf nicht verlinkte Artikel gestoßen mit börsenrelevanten Informationen. Die sind dann dummerweise ein paar Stunden, bevor sie hätten veröffentlicht werden dürfen, veröffentlicht worden. Und wenn eine Gemeinde, nur weil man die Daten nicht sieht, aber mit ein bisschen Intelligenz dann nachgucken kann, auf einmal Informationen rausgibt, die sie nicht hätte rausgeben dürfen, naja, ich habe damit Bauchschmerzen. Von daher, Passwortschutz vor einer sensiblen Seite ist in meinen Augen immer noch das bessere Mittel. Was ich übersehen habe, da passiert schon nichts, haben wir ja gesehen, es passiert sehr wohl was. Gibt es eine Synopse, habe ich gesagt, ja, gibt es, ist leider nicht so ganz günstig. Es gibt so ein Werk, glaube ich, für 90 Euro, da werden dann also alle möglichen Bundesdatenschutzregeln abgeklappert und dann gibt es unter anderem auch eine Synopse im zweiten Band. Ich würde mir das nicht allein deswegen kaufen, dieses dreibändige Werk ist aber ansonsten auch sehr schön kommentiert. Sollen wir GPG einsetzen? Da sagt doch jeder von uns auf Anhieb, ja, natürlich sollen wir das. Klasse Idee. Public-Key-Algorithmen, lass mal machen. Ich traue jedem hier zu, dass er mit PGP umgehen kann. Aber das Problem ist, wir haben es, wie schon gesagt, mit IT-fernen Organisationen zu tun. Und ich glaube schon, dass wir in der Kirchengemeinde meinetwegen Rollout von irgendwelchen Public Keys hinbekommen. Aber ich fürchte, dass die Verwaltung dieser Schlüssel her furchtbar fummelig wird, wenn einer dann doch seinen Private Key versaut hat und wenn einer sein Passwort vergessen hat. Und dann auf einmal sich sagt, okay, ach, ich habe jetzt keine Lust da, mir einen neuen Schlüssel zu organisieren, ist mir alles zu blöd, ich schreibe jetzt doch wieder Klartext. Dann haben wir genau das Gegenteil dessen erreicht, was wir erreichen wollten. Ich weiß, dass die Implementierung von diesen ganzen PGP-Versionen inzwischen ganz gut ist, aber ich behaupte, sie ist weiterhin für Techniker angenehm. Und ich kenne auch Leute, bei denen ich weiß, die kommen aus der IT, die haben jahrelang Erfahrung und wenn ich denen eine verschlüsselte Mail schicke, mit deren Public Key, dann kriege ich eine Mail zurück, ja, kannst du mir das nochmal in Klartext schicken, ich habe meinen Schlüssel verbummelt. Also auch wir sind von sowas nicht gefeit. Wie kann ich ehrenamtlich auf sicherem Weg mit Mails versorgen? Da kommen wir zum Punkt, wo dann wie Open Source langsam wieder ins Spiel kommt. Zum Beispiel in Bonn machen wir das jetzt so. Wir können aus den genannten Gründen den Leuten keine Lotus Notes Adresse geben, aber was wir einfach gemacht haben, wir haben einen zweiten Mail-Server aufgesetzt im gleichen Serverraum. Der ist über eine geschützte Leitung mit dem eigentlichen Mail-Server verbunden. Wir haben vorher so, ich sage jetzt mal, Weiche eingebaut. Je nachdem, wie die Mailadressen heißen, wenn sie für die Hauptamtlichen reinkommen, gehen sie weiterhin an Lotus Notes. Wenn sie an die Ehrenamtlichen rankommen, gehen sie auf diesen Open-Source-Mail-Server. Zwischen beiden Mail-Servern kann ich problemlos Mails austauschen. Was dann, und von dem Mail-Server selbst kann ich nur verschlüsselt Daten abrufen. Damit bin ich einigermaßen aus dem Schneider. Ich habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, was macht der Kerl am Client nachher, wenn er die Mail empfangen hat. Wie schon gesagt, Dienstrechner kann ich verrammeln, mit privaten Rechnern geht das halt nicht. Und da muss ich irgendwann einfach auch mal sagen, da ist einfach die Grenze dessen, was ich kontrollieren kann, erreicht. Ich habe dann schon mal, es ist schon mal besser als vorher, dass die Leute mit ihrem GMX-Account rumschludern. Da haben sie weiß ich wenigstens, dass der gesamte Weg von dem Server bis zum Client verschlüsselt ist, dass zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen die Mails auf einem gesicherten Weg ausgetauscht werden. Ja, Best Practice, sage ich an der Stelle mal. Wenn einer von euch da eine klugere Idee hat, gern. Also mir ist leider nichts Besseres eingefallen. Welche Strafen sieht das Datenschutzgesetz vor? Ich muss sagen, keine. Ich vermute mal einfach, weil es sich an den Stellen auf den staatlichen Datenschutz zurückzieht. Aber wir haben nirgendwo eindeutige Strafmaßnahmen. Da gibt es dann vielleicht auch nochmal einen Bedarf, das Ganze so ein bisschen zu diskutieren. Zusammenfassung. Es gibt also zwei verschiedene Arten von Datenschutz. Es gibt einen kirchlichen, einen staatlichen. Wie schon gesagt, die beiden stimmen weitgehend miteinander überein. Es gibt Unterschiede, einige davon habe ich gerade dargestellt. Es gibt sensible Daten, die verarbeitet werden. Und wie schon gesagt, also gerade wenn ich an solche Sachen denke, wie Vorstrafendaten, die per Mail zwischen der Stadt und einem Ausländerberatungsbüro ausgetauscht werden, dann wird mir einfach unwohl. Da müsste es in meinen Augen bessere Möglichkeiten geben. Deswegen,
wozu ich auch vorhin schon mal aufgerufen habe, die Kirche braucht in Datenschutzfragen eine kritische Öffentlichkeit und ich glaube, die ist gar nicht mal so unglücklich darüber. Wenn konstruktiv diskutiert wird, glaube ich tatsächlich, dass der Verein weit, weit, weit besser ist als sein Ruf. Und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass ich bei den Vorträgen, die ich in Kirchengemeinden gehalten habe, zuerst auf so eine reservierte Distanz stieß und ja, was will der, der will uns doch bestimmt wieder nur mit Gesetzeswerken malträtieren, ach, wird das blöd. Nachdem ich dann aber zu verstehen gegeben, Achtung, ich weiß, in welcher Zwickmühle er steckt, hatten die dann auch wirklich gesagt, okay, jetzt, wir glauben, dass der jetzt nicht nur einfach ein Gesetz uns über den Schädel berät, sondern dass er tatsächlich was Konstruktives bei rumkommt. Und das, was ich vorhin auch schon angedeutet habe, die Kirche kann oder ist ein möglicher Bündnispartner. Das hört sich jetzt so großkotzig an, aber vielleicht denke ich da auch ein bisschen naiv. Aber ich habe die Hoffnung, dass man dieses Thema bei Kirchen verankern kann und dass man das vielleicht auch im Menschenbild der Kirche verankern kann. Wie schon gesagt, wenn die Kirche anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, adressiert sie auf einen Schlag 50 Millionen Menschen. Und ich glaube, da ist eine Chance. Und das war's auch schon. Nochmal danke an den Sprecher. Ja, beim dritten Mal hat es funktioniert. wir haben jetzt noch Zeit für einige Fragen, sowohl hier aus dem Publikum als auch, wenn ihr euch im Stream, wenn ihr uns im Stream seht, die per Twitter oder im IRC zu stellen. Vielleicht die Hände heben, wer hier eine Frage hat, dann komme ich hin. Ja, während ihr hier im Saal die Leute sucht, stelle ich mal die erste Frage aus dem IRC. Kleiner Hinweis an der Stelle auch an die Streamgucker, wenn ich die Fragen erst eine Minute vor Ende bekomme, ist das ein bisschen knapp. Also, welche judikativen Struktur setzt beim kirchlichen Datenschutz an? Wie kann man als Betroffener hier seine Rechte durchsetzen im Zweifel? Die Frage wollte, der Frager wollte anonym bleiben. Vollkommen in Ordnung, mach's gut. Vollkommen in Ordnung, ganz klar mich ansprechen, die Datenschutzbeauftragten ansprechen. Die spielen eine ganz ähnliche Rolle wie die Datenschutzbeauftragten in Firmen. Sie sind erstens nicht weisungsgebunden. Das heißt, nur weil ich jetzt mitunter einigen Kirchengemeinden unangenehm werde, kann man mich nicht rausschmeißen. Als Ehrenamtlichen kann man mich eh nicht rausschmeißen, aber bei Hauptamtlichen wäre es auch nicht besser. Die sind zum Stillschweigen verpflichtet. Ähnlich wie mit den betrieblichen Datenschutzbeauftragten in Firmen ist es bei uns so, dass wir keine disziplinarische Gewalt haben. Ich kann jetzt nicht jemandem sagen, pass auf, du schützt jetzt Daten oder du wirst gefeuert. Ich kann aber, sagen wir mal so, ich kann erstmal eine gewisse Unbequemlichkeit erzeugen, indem ich dann auf einmal in den Büros anmarschiere und sage, okay, ich würde ganz gerne mal sehen, was ihr da macht. Ich würde mir ganz gerne mal eure Rechner ansehen. Ich würde ganz gerne mal einen Audit durchführen. Ich würde ganz gerne mal sehen, was ihr mit euren Akten macht. Also so ein bisschen Unruhe verbreiten. Und wenn das alles nicht fruchtet und man mit den Leuten auch konstruktiv nicht weiterkommt, wohlgemerkt, also wenn sich einer an mich wendet und sagt, ich möchte anonym bleiben, dann werde ich mich auch anonym an die entsprechenden Gemeindebüros wenden. Wenn die das dann selbst rausfinden, kann ich das nicht hindern. Dann habe ich noch die Möglichkeit, dass ich an den Landesdatenschutzbeauftragten, also an den Landesbeauftragten der Kirche, muss ich sagen, eskaliere. Und spätestens, wenn der sich einschaltet, wird es wirklich ungemütlich. Aber die kurze Fassung der Antwort lautet, wendet euch an eure Datenschutzbeauftragten. Große Schwierigkeit dabei ist, dass viele Gemeinden, wie schon gesagt, entweder keinen haben oder nicht wissen, dass sie einen haben und dann richtig wühlen müssen. Das ist der Grund, warum ich auch dafür bin, auch an der Stelle ein bisschen Unruhe zu erzeugen. Wendet euch an eure Kirchengemeinden und sagt, sag mal, wer ist denn eigentlich bei euch für Datenschutz zuständig? Na, einfach mal gucken, wie die antworten. Noch eine Frage? So ein Böser. Okay, also ich bin letztes Jahr aus einer Kirche ausgetreten. Ich war vorher evangelisch. Und also mal abgesehen von den anderen Sachen, also die Sachbearbeiterin meinte irgendwie, in Bayern ginge das halt nicht so einfach wie hier in Berlin, die haben mir danach immer noch Post geschickt. Nun habe ich da angerufen und die Leute beschimpft und dann auch die Vorgesetzten von den Leuten beschimpft, die ich angerufen habe. Und dann bekam ich keine Post mehr, aber wie kann ich nun sicherstellen, dass die meinen Kram löschen? Auch gleiche Antwort, versuch rauszufinden, wer der Datenschutzbeauftragte ist. Darf ich fragen, aus welcher Landeskirche du kommst?
Weiß ich jetzt nicht. Wo also, wohnst du? Frag ich mal so. Ich wohne jetzt hier in Berlin, Friedrichshain. Notfalls mal gucken. Also dein Bundesland hat auf jeden Fall eine kirchliche Daten, einen kirchlichen Datenschutzbeauftragten. Da schreibe ich eine Postkarte hin oder muss da ich da auch Mail, anrufen? Postkarte anrufen. Also die Wahl der Mittel ist ja völlig freigestellt. Und der soll sich dann da gefälligst drum kümmern. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis, da gibt es tatsächlich noch Defizite. Also mein Lieblingsbeispiel ist, oder eines meiner vielen Lieblingsbeispiele ist, da war ich mal in einem Kopierraum einer Kirchengemeinde, wo wohlgemerkt man kopieren soll. Und da kam auch so ziemlich jeder rein und da war da so ein Kästchen mit Pappkarten drin. Das war die Gemeindemitgliederdatei, unter anderem mit Kircheneintritten, Austritten, dann konnte man so ein bisschen drin stöbern. Zu dem Zeitpunkt war ich wohlgemerkt noch nicht Datenschutzbeauftragter, ich hätte diese Kiste nie im Leben sehen dürfen, aber die war da halt. Und das wäre in deinem Fall vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen, ob die noch Daten von dir haben, ob da einfach nur ein gelöscht Vermerk dran ist. Die müssen die natürlich löschen, denn sie brauchen sie ja eigentlich nicht mehr. Also notfalls, also erste Eskalationsinstanz wäre in meinen Augen die Kirchengemeinde selbst, der Datenschutzbeauftragte der Kirchengemeinde, ansonsten halt der des Bundeslandes oder der Landeskirche ist es ja genau genommen, nicht des Bundeslandes. Es darf eigentlich nicht genutzt werden. Ich wüsste jetzt auch nicht, wozu es da sein sollte. Also wenn du ausgetreten bist, also du könntest wieder eintreten, aber nee, ist ja. Nimmt ja kein, also ich nehme es ja wenigstens nicht übel. Also von daher, also ich sehe keinen Grund, warum man die Daten unnötig lange aufbewahren sollte. Also allenfalls vielleicht noch für eine Steuernachforderung, die spätestens ein Jahr später erhoben wird. Aber das wäre dann genau heute. Das wäre genau heute, ja. Ja, eine ziemlich ähnliche Frage kam auch aus dem Peace Missions. Und zwar sowohl für die römisch-katholische Kirche als auch für die evangelische Kirche, inwieweit man da einfach nachfragen muss, ob die wirklich die Daten löschen, beziehungsweise ob man sicher sein kann, dass sie nach dem Austritt gelöscht werden. Gibt es da Unterschiede vielleicht zwischen den beiden Konfessionen? Soweit ich weiß, gibt es keine Unterschiede. Auch gleiche Antwort wieder. Macht über den Datenschutzbeauftragten Dampf, dass der sich da wirklich nochmal versichert. Das ist dessen Aufgabe und der soll es gefälligst rausfinden. Eine Garantie, dass es gelöscht wird, gibt es natürlich nie. Also wenn ich jetzt in so ein Büro reinkomme und mir den Rechner zeigen lasse, dann muss ich natürlich bis zu einem gewissen Grad auch vertrauen, dass da nicht zu sehr geschummelt wird. Aber das ist halt die einzige Möglichkeit, den Datenschutzbeauftragten anrufen, also ansprechen, anschreiben. Und der hat dann eben auch die Rechte, sowas festzustellen. Dann hätten wir jetzt noch eine Frage aus dem Publikum. Ich habe es vielleicht nicht mitgekriegt. Ach, hi. Muss denn jede Kirchengemeinde einen Datenschutzbeauftragten benennen oder ab welcher Organisationsgröße geht das los? Ja, das ist das Wirre. Also als ich gesagt habe, ich wäre gerne Datenschutzbeauftragter, bin ich erst mal beim Gemeinde- und Kirchenkreisverband hingegangen und der hat dann auch gesagt, jo, wir wollen dich haben. Wärst du auch bereit für die anderen 10? Wieso? Ich dachte, das bin ich jetzt. Nee, bist du nicht. Und das heißt, wirklich jede einzelne Kirchengemeinde hat mich durch so eine Presbyteriumssitzung gejagt und hat dann gesagt, jo, wir wollen den auch. Das heißt, jede dieser Gemeinden, die ich da vorhin auf dem Diagramm hatte, könnte sagen, nö, finden wir blöd, wir nennen unseren eigenen. Also ich kann es jetzt nicht mehr, weil sie mich erst mal bestimmt haben und übrigens auch in Abweichung zum Bundesdatenschutzgesetz auf unbestimmte Zeit. Normalerweise, ich glaube, Bundesdatenschutzgesetz ist eine Befristung auf 3 Jahre vorgesehen. Aber normalerweise kann jedes dieser kleinen gallischen Dörfer, wie ich immer sage, beschließen, sich einen eigenen Beauftragten zu ernennen. Die Frage wurde gestellt, ob sie es müssen. Sie müssen es tatsächlich. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet. Das heißt, da hat man übrigens auch eine Möglichkeit, einen gewissen Druck auszuüben, wenn sich dann rausstellt, ja, da ist aber keiner. Dann kannst du spätestens dann in dem Fall dich an die Datenschutzbeauftragte der Rheinischen Landeskirche wenden. Mailadresse habe ich. Und das ist auch eine sehr umtriebige. Gut, vielen Dank. Damit haben wir dann keine Fragen mehr hier im Publikum oder aus dem IRC. Dann danken wir recht herzlich unserem Sprecher für den schönen Vortrag. Dankeschön.